Guten Tag, liebe Koi-Freunde. Heute machen wir den ersten Stopp hier an unseren Sakai-Tosai. Also wir werden jetzt irgendwann im November zweijährig. Die Japaner zählen ja die Aufenthalte im Mudpond. Also rechnerisch sind die Fische jetzt 1,5 Jahre oder etwas weniger sogar. Und normalerweise nach Geburtsjahren sind die Fische jetzt erst im Mai oder Juni nächstes Jahres 2 Jahre. Wir zeigen euch die jetzt. Wir haben die als Tosai gekauft mit rund 30, 35, 36 cm. Und jetzt haben wir die das erste Mal aus dem Becken raus zum Begutachten und Nachmessen. So, schaut mal her. Die Fische sind von der Sakai Fischfarm. Es sind 4 Koaku, 3 Sanke, alle weiblich. Das ist alles oberes Preissegment, also zum Teil sehr teuer, aber auch bezahlbar. Also die fangen an bei 2.000 bis 3.000 Euro, je nachdem. Das sind sehr gute Blutlinien. Ich suche die immer aus. Die Blutlinie nach dem, was sich bei uns da gut eignet zum Hochziehen und auch qualitativ. Also, und das Ergebnis ist ja recht ordentlich. Die sind jetzt von der Größe her bei, der kleinste hat so 2, 3, 44 cm und der größte hat schon über 50. Also ich denke, dass dieser Sanke hier über 50 cm oder knapp 50 cm hat. Ja, wir messen die jetzt da in der Messwanne und machen Einzelbilder und Einzelvideos dann noch einmal. Dieser 4-Step-Koago hier, Kuchipeni oder auch noch, ist der teuerste Fisch in der Wanne. Habe ich von meinem Freund Ryuki Narita gekauft. Habe ihn da mit Geld bestochen, dass ich den Fisch kriege. Und auf dem freien Markt oder bei Sakai in den Auktionen hat man als Europäer so einen Fisch zu kriegen, keine Chance. Wir machen immer diesen Schleim, was sich bei den Fischen bildet, mit einem Netz weg. Viele machen ja da Alkohol. Alkohol ist aber nicht gut, ist eine Kohlenstoffquelle und Kohlenstoffquellen im freien Wasser ernähren immer Bakterien. Und da gibt es keinen Unterschied, die ernähren alle Bakterien. Das heißt, die ernähren auch die Krankheitserreger, das heißt, die vermehren sich dann überproportional, das ist nicht erwünscht, deswegen nehmen wir keinen Alkohol, um die Spannung auf der Oberfläche zu brechen, sondern ein feines Netz. Ja, wenn ich immer sehe in Japan, wie die Japaner da auf ihrer Becken rumspritzen, damit der Schaum weg ist, ne, das ist nicht gesund für einen Fisch. Ja, ich hatte ja da einen Fotograf einmal da, der hat bei uns da rumgespritzt, danach war einiges los in die Becken, Tage später. Also, seid schlau und nehmt keinen Alkohol, wenn ihr mal fotografiert. Es ist nicht gut für einen Fisch. Der Krankheitserreger wächst da explosionsartig. Ja. Das ist einmal so als Info, weil ich gerade das Netz gesehen habe. So, zurück zu den Sakai Kohakus. Also sie sind alle qualitativ super gut. Werden groß. Ich zeige euch jetzt einmal, wie sich der Sumi entwickelt hat und so weiter. Aber ich muss meine Uhr ablegen, sonst wäre ich wieder von den weiblichen Zuschauern gescholten, dass ich das mit Uhr mache. Klar, Moment bitte. Weil da hat sich auch eine Spezialistin, hier ist die Uhr, jetzt kommt sie weg, dran gestört, dass ich da Uhr dran habe, wenn ich an die Fische rumfummel. Bisher hat sich noch nie ein Fisch an der Uhr verletzt, aber es ist egal. Wir wollen ja unsere Zuschauer zufriedenstellen. Deswegen machen wir jetzt die Uhr weg. So. So. Hier haben wir einen schönen Sanke von Sakai mit super Sumi. Es ist schade, dass ich das Zertifikat nicht da habe, weil da hätten wir gesehen, wie sich der Sumi jetzt schon entwickelt hat und es ist noch lange nicht fertig. Also das liegt noch unten und es kommt mit einer brachialen Qualität. Also vielleicht kann ich euch, wenn ich den Fisch nicht verkaufe, in einem halben Jahr noch einmal zeigen. Der Fisch hier hat
Dieser Sanke hat überhaupt kein Zumi gehabt, wo ich ihn gekauft habe. Also es war nur angedeutet, hat ausgesehen, wie schlecht der Schimmi. Und das kommt jetzt hier, kommt es schon sehr gut raus. Also man sieht es hier sehr gut. Ja. Also ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Fische sind alle gesund. Sie sind sehr gut gewachsen. Und jetzt gehen wir mal her und machen Einzelbilder und Einzelvideos von den dementsprechenden Tieren. Ich bin erstaunt, also wie die gewachsen sind. Muss ich wirklich sagen, die Wanne hier hat einen Meter, also ist eine Meterwanne. Also daran könnt ihr schon sehen, wie groß das die sind, vom Body her. Ne? Nicht schlecht. Meiner Meinung nach macht Sakai die besten Koago und gleich danach kommt Dainichi und dann ist wieder eine Pause. Und bei die Sanke ist meiner Meinung nach Sakai wirklich noch um Längen vorne dran. Also muss man leider so sagen. Einzelvideos könnt ihr euch dann noch anschauen. Es geht dann gleich weiter. Bis bald. Ciao.